Hallo, willkommen bei Mama Money, Platz kann jeder. Aktuell sind die Märkte in einer schwierigen Phase. Seit Wochen gingen die Kurse eigentlich kontinuierlich zurück. Ja, und man hat teilweise bei den Indizes Downphasen gesehen, die man schon lange nicht mehr in diesem Umfang hatte. Jetzt erholen sich die Märkte etwas und man erlebt endlich wieder bessere Tage. Es ist natürlich schwierig, momentan zu entscheiden, ob das jetzt Marktphasen sind, die zum Investieren gut oder doch eher schlecht sind. Solche Erholungen können oftmals trügerisch sein und daher möchte ich mir heute mal ein paar Sachen anschauen, um für mich selber zu entscheiden, ob ich jetzt bei der Erholung eher offensiv oder eher defensiv bei meinen Investitionen vorgehe. Für mich persönlich eine wichtige Entscheidung, um die nächsten Tage und Wochen zu planen. Es ist schon keine einfache Zeit momentan. Probleme überall und das wirkt sich auch massiv auf die Aktienmärkte aus. Wochenlang fallende Kurse, womit ich grundlegend ja keine Probleme habe. Denn ich nutze gerne Schwäche aus, um meine Langzeitpositionen auszubauen. Jetzt steigen die Märkte seit ein paar Tagen und das bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt alles geschafft haben. Na, genügend Probleme sind immer noch vorhanden. Manche Sachen entspannen sich langsam, wie zum Beispiel in China, wo die Corona-Fälle zurückgehen und wieder Lockerungen zu sehen sind. Auch von der Fed gab es etwas positivere Meldungen, dass die Zinserhöhungen höchstwahrscheinlich nicht noch stärker ausfallen, wie aktuell angenommen wird. Dennoch ist weiterhin die Inflation hoch. Die Zinsen werden in der nächsten Zeit steigen und eine drohende Rezession steht immer noch im Raum. Ich möchte mir heute mal ein paar Sachen anschauen, um zu entscheiden, wie ich in den nächsten Tagen und Wochen an den Märkten weiter vorgehe. Ich möchte nicht einfach planlos weiter blind investieren, sondern auch mal auf ein paar Sachen achten, die eventuell zeigen könnten, wohin die Reise jetzt geht. Die Gefahr ist aktuell sehr groß, dass man eventuell in eine Bärenmarkt-Rallye reinläuft, und dort sein Kapital zu früh verschießt. Schauen wir uns mal die Lage aktuell an. Ich möchte mir als erstes ein paar Charts angucken. Als erstes haben wir hier den DAX. Der sieht eigentlich ganz interessant aus, denn wir laufen aktuell aus dem mittelfristigen Abwärtstrend raus, der im Januar 2022 startete und seinen Bestätigungspunkt im April 2022 erhielt. Momentan sind wir an der Oberseite des negativen Trendkanals angekommen, und es scheint so, als wenn er darüber laufen könnte. Interessant dabei ist auch noch, dass wir momentan die 38er Tageslinie durchschritten haben. Sollten wir auf Tagesschlussbasis hier drüber schießen, dann wäre das kein schlechtes Zeichen. Zieht man die große Aufwärtsbewegung nach dem Corona-Tief zu Rate, dann befinden wir uns momentan zwischen der 61,8er Fibonacci-Linie bei gut 13.269 Punkten und der 78,6er Linie bei gut 14.620 Punkten. Sollten wir den Abwärtstrend nach oben verlassen, könnte der Lauf durchaus bis zur 78,6er Linie gehen. Sollte die Kraft allerdings nicht ausreichen, dann wäre auch ein Zurücklaufen bis zur 61,8er Linie möglich. Hier haben wir dann auch das Tief vom 9. Mai 2022. Beachten sollte man natürlich auch noch, dass wir uns momentan weit von der 200er Tageslinie befinden, die gut bei 15.200 Punkten verläuft. Ein wenig negativ stimmt mich allerdings die Stochastik. Wir sind sehr schnell aus dem überverkauften Bereich durch das Band in den überkauften Bereich gelaufen. Noch sind wir nicht ganz oben angekommen. Außerdem zeigt das Bollinger Band an, dass wir momentan immer noch ein Kaufsignal haben. Sollte die Oberseite des Trendkanals nachhaltig überwunden werden, könnte durchaus hier ein Weiterlaufen möglich sein. Höchstwahrscheinlich nach einer kurzen Verschnaufspause. Ab zum S&P 500. Der sieht aktuell sogar ein bisschen schlechter aus. Wir sind weit unter der 200er Tageslinie, die bei gut 4.480 Punkten verläuft. Und auch die 38er Tageslinie ist momentan über 200 Punkte entfernt. Der Kurs läuft momentan zwischen der 61,8er Fibonacci-Linie bei 3.807 Punkten und der 78,6er Linie bei 4.249 Punkten. Hinzu kommt, dass wir uns in einem mittelfristigen Abwärtstrend befinden. Ja, und selbst der kurzfristige Abwärtstrend, der im März 2022 startete und im April und Mai seine Bestätigungspunkte erhielt, ist noch voll intakt. Es werden aktuell tiefere Hochs und Tiefs ausgebildet und wir sind auch noch ein gutes Stück von der Oberseite des kurzfristigen Abwärtstrends entfernt. Außerdem zeigt das Bollinger Band an, dass wir momentan eher ein Verkaufssignal haben. Positiv stimmt mich hier nur die Stochastik. Der Kurs befindet sich momentan in der Mitte des Bandes, was weder für einen überkauften noch einen überverkauften Markt spricht. Wir haben im Chart aktuell noch ordentliche Widerstände. Neben der Oberseite des negativen Trendkanals müsste der S&P 500 auch noch das April-Tief bei gut 4.120 Punkten überwinden. Sollten wir die Widerstände nicht überwinden, dann könnte es recht zügig bis zur 61,8er Fibonacci-Linie runtergehen. Das wäre dann ein Zurücklaufen bis auf gut 3.800 Punkte. Wirklich offensiv würde ich bei dem Chartbild jetzt nicht agieren. Dann ab zum Nasdaq. Ja, der sieht ähnlich aus. Wir befinden uns weit unter der 200er und 38er Tageslinie.
Der mittelfristige Abwärtstrend ist genauso intakt wie der kurzfristige Abwärtstrend, der im März 2022 startete und momentan, so wie der S&P 500, tiefere Hochs und Tiefs ausbildet. Hier sind wir allerdings noch weiter zurückgelaufen, denn der Kurs befindet sich momentan zwischen der 50er Fibonacci-Linie bei 11.780 und der 61.8er Fibonacci-Linie bei 12.935 Punkten. Auch hier haben wir massive Widerstände wie den oberen Trendkanal des kurzfristigen Abwärtstrends und dann noch das Ende April-Tief bei gut 12.860 Punkten. Also auch hier haben wir durch die Erholung der letzten Tage nichts gewonnen. Wie beim S&P 500 zeigt das Bollinger Band dann noch eher ein Verkaufssignal an. Allerdings zeigt die Stochastik, dass wir momentan noch keinen überkauften oder überverkauften Markt haben. Der S&P 500 und der Nasdaq scheinen momentan nur eine Erholung von den großen Abverkäufen zu haben. Mehr leider noch nicht. Schauen wir uns dann mal den Fear and Greed Index an. Also der sieht jetzt nicht schlecht aus mit einem Wert von gut 15. Wir haben immer noch eine extreme Angst im Markt und das, obwohl wir in den letzten Tagen eine gute Erholung gesehen haben. Das Bild sah allerdings vor ein paar Tagen noch schlimmer aus, denn der Wert war sogar runter bis auf 6. Mittlerweile konnte sich das Bild etwas aufhellen. Der Markt ist aber weiterhin sehr ängstlich, was durchaus für eine gute Kaufgelegenheit spricht. In meinen Augen sind die schwachen Hände jetzt erst einmal raus und die Schnäppchenjäger ergreifen langsam die Initiative. Allerdings könnte schnell wieder Panik an den Märkten zurückkommen, wenn wir wieder eine kleine Verkaufswelle sehen. Was mir dann noch aufgefallen ist, sind die Insider-Trades. Hier bewegen wir uns zwar im Allgemeinen immer noch auf einem eher niedrigen Niveau, aber zumindest wird aktuell eher gekauft wie verkauft. Tja, was mache ich jetzt? Also nachdem ich mir das Ganze angeschaut habe, bleibe ich weiter vorsichtig. Sogar vorsichtiger wie in den letzten Wochen, wo ich doch häufiger und oft gekauft habe. Wir befinden uns bei den Indexen DAX, Nasdaq und S&P 500 immer noch auf einem interessanten Niveau für die Langfristanlage. Aber durch die aktuelle Erholung haben wir vor allem bei den US-Märkten absolut noch nichts gewonnen. Das sieht mir aktuell nur noch eine Erholungsphase aus, die durchaus noch etwas laufen könnte. Bis zum Anlaufen der oberen Trendkanallinien des Abwärtstrends könnte es durchaus noch gehen. Allerdings sind wir immer noch voll im Abwärtstrend drin und so kann es auch schnell wieder nach unten gehen. Der DAX hat mir etwas besser gefallen. Wenn der sich über die 14.200 Punkte halten würde, dann wäre hier durchaus mehr drin. Allerdings sollte man nie vergessen, dass wir stark am US-Markt hängen. Sollte der mal ordentlich korrigieren, dann wird der DAX höchstwahrscheinlich mit nach unten gerissen. Daher bleibe ich auch hier jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig. In der aktuellen Phase, wo noch keine eindeutigen positiven Erholungstrends zu sehen sind, werde ich nur meine aktuellen Bestände jetzt vorsichtig mit Nachkäufen bei Schwäche anpassen und auch bei den Nachkäufen werde ich nur bei guten Gelegenheiten zuschlagen und das auch nur im kleinen Maße. Zu groß ist aktuell die Gefahr, dass wir hier nur eine Bärenmarktrallye sehen. In dieser Phase massiv sein Geld jetzt zu investieren, ist in meinen Augen ein bisschen zu früh. Sollten wir die Widerstände jetzt überwinden, dann würde ich wieder etwas mutiger investieren. Ansonsten warte ich jetzt weitere Schwächephasen erst einmal ab. Das Jahr ist noch relativ jung, die Probleme massiv vorhanden und die Sommerzeit kommt dann auch noch. Diese Zeitperiode ist auch nicht gerade für große Börsenrallyes bekannt. Also ich investiere jetzt nur noch vorsichtig, bis mehr Klarheit herrscht, ob es nach oben oder unten geht. Als Langfristanleger bleibe ich natürlich in meinen Positionen drin. Ich werde aber jetzt wieder ein bisschen vorsichtiger beim Investieren. Zwei Aktien-Schwergewichte habe ich momentan auf dem Zettel, die ich bei einer Schwächephase gerne einsammeln würde. Andere Aktien müssten deutlichere Kursrücksetzer zeigen, um mein Kaufinteresse zum aktuellen Zeitpunkt zu wecken. Schauen wir mal, was die nächsten Tage so bringen. Es kann natürlich sein, dass wir weiter nach oben laufen. Denn eines sollte man auch nicht vergessen. Der Markt ist ganz schön ausgebombt. Viele haben schon verkauft und wir haben auch aktuell eine große Angst im Markt. Hinzu kommt, dass sehr viel Geld an der Seitenlinie parkt, das auch irgendwann mal wieder investiert werden will. Eventuell braucht es dazu aber noch eine Schwächephase und die eine oder andere gute News, die die aktuellen Probleme etwas kleiner erscheinen lassen. Ich halte mein Geld jetzt etwas zusammen und bereite mich auf zwei Phasen vor. Entweder durchschießen wir die ganzen Widerstände und bilden wieder einen positiven Trend aus. Dann würde ich in Stärke investieren. Oder der Markt sackt noch einmal ordentlich ab und dann würde ich bei neuen Tiefs wieder für die langfristige Geldanlage interessante Aktien zu guten, günstigen Kursen einsammeln. Momentan sind wir aber in meinen Augen in einer Phase, wo man ruhig mal ein bisschen abwarten sollte, was in der nächsten Zeit passiert. Alles natürlich nur meine Meinung und Einschätzung. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr die aktuelle Lage so seht. Es wäre bestimmt sehr interessant, nicht nur für mich, sondern für alle auf diesem Kanal, mal zu sehen, wie die allgemeine Markteinschätzung so ist.
So, dann machen wir jetzt mal Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, natürlich auch etwas geholfen. Falls ja, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen. Das würde mir nämlich helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kann ja mal in so wilden Zeiten vergessen werden. Ja, dann macht auch das, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Markus. Hat euch das Video gefallen, dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!